Wir kommen zum Thema Mensch-Technik-Organisation. Das führt mal ganz grundlegend in den Betrachtungsbereich des Communications Engineering ein und möchte mal die grundlegenden Begriffe klären. Worum geht es uns? Dieses Dreieck ist vielleicht aus anderen Lehrveranstaltungen bereits bekannt. Es geht um Mensch-Technik-Organisationssysteme. In der Wirtschaftsinformatik kennen wir vielleicht dieses Mensch-Technik-Aufgabe-Dreieck. Hier ein bisschen eine andere Konzeptualisierung. Hier steht die Aufgabe im Zentrum und die Aufgabe als der Kristallisationspunkt allen organisationalen Handelns muss gestützt werden durch drei Aspekte, nämlich durch adäquate organisationale Strukturen und Abläufe, also zum Beispiel die Geschäftsprozesse, durch die handelnden Personen und deren Kompetenzen, die da drinnen notwendig sind, um diese Aufgabe zu erfüllen, und die Technik, die notwendig ist, um die Aufgaben zu erfüllen, sei es jetzt konkrete Werkzeuge, also zum Beispiel auch Produktionstechnik, Roboter, Drehmaschine, Fräse, wirklich in der Hands-on-Produktion, aber genauso Arbeitsunterstützungssysteme, Arbeitsplanungssysteme, also Softwaresysteme, Informationssysteme, die dabei helfen, die organisationalen Arbeitsabläufe und die Aufgaben, die da drinnen eingebettet sind, abzustimmen, zu orchestrieren und letztendlich dann zur Zielerreichung zu führen. Das ist quasi unser Kernbetrachtungsbereich. Eingebettet ist das jetzt nicht im luftleeren Raum, eingebettet ist das Ganze dann in die unmittelbare Umwelt, also das, was man in der Betriebswirtschaftslehre den Markt nennt, also die Konkurrenten, die Marktbegleiter, die Kunden, für die wir unsere Aufgaben überhaupt erst erfüllen. Ansonsten wäre die organisationale Zielerreichung nicht wirklich sinnbehaftet. Das heißt, es muss ein extern vorgegebenes, erreichbares Ziel geben, damit man sinnvolle Mensch-Technik-Organisationsgestaltung machen kann. Und wir müssen natürlich im äußersten Kreis hier die grundsätzliche Umwelt, sowohl die physische Umwelt als auch die soziale Umwelt, die soziale Einbettung unseres Systems, das wir gestalten wollen, betrachten. Wenn man das so konzeptualisiert und jetzt wieder im Kern da im Innenbereich bleibt, dann ergeben sich im Wesentlichen an den Kanten dieses Dreiecks unterschiedliche Forschungsaufgaben und Entwicklungsaufgaben, die wir als Wirtschaftsinformatiker betrachten können. Das ist, und das ist dann da hinten nochmal als Liste aufgeführt, an der Kante zwischen Mensch und Technik relativ naheliegend, alles, was sich damit beschäftigt, wie Menschen mit Technik umgehen. Das heißt, die Mensch-Maschine-Interaktion, Benutzungsschnittstellen, Gestaltung sowie dann aus Sicht der Technik hin zum Menschen die Unterstützung von Kollaborationsprozessen. Das heißt, wenn mehrere Menschen miteinander kommunizieren, dann funktioniert das so lange gut, solange sich die im gleichen Raum befinden. Sobald sich die nicht mehr im gleichen Raum befinden, braucht man technische Unterstützung, im einfachsten Fall ein Telefon, in komplexeren Fällen dann vielleicht Groupware-Systeme, die dabei helfen, das Bewusstsein für das, was andere gerade tun, was andere vorhaben, zu steigern. Wenn wir auf die Kante zwischen Mensch und Organisation schauen, dann haben wir die klassische Aufbauorganisation und Ablauforganisation, das heißt die Rolle der Akteure in der Organisation, in den organisationalen Strukturen, also die Aufbauorganisation und in den organisationalen Abläufen, das heißt, wer übernimmt denn welche Aufgabe, wer braucht was von wem, wer erwartet welche Informationen, Inhalte, Materialien von jemand anderen, das heißt, die Ablauforganisation, die Prozesse sowie die strategische und taktische Steuerung, das heißt, was die Vorgaben, die in der Organisation von der Führungsebene auf die operative Ebene propagieren und das Reporting, das von der operativen Ebene auf die oberen Ebenen propagieren, auch das muss ja irgendwo beschrieben werden, was man sich erwarten würde. Und sobald man das hat, kann man sich anschauen, wie denn die Technik, und das ist die dritte Kante, mit der Organisation zusammenspielen kann. Das heißt, wir könnten uns überlegen, wie denn Geschäftsprozesse adäquat technisch unterstützt werden können. Kennen wir aus Prozess- und Kommunikationsmodellierung, das sind Workflow-Engines, Workflow-Modeling,
spielt da rein. Enterprise Content Management zur Inhalts- und Dokumentenverwaltung, beziehungsweise dann die konkrete Einbindung von Management Information Systems, das heißt strategische Informationssysteme, die bei der Steuerung eines Unternehmens helfen. So, das sind die drei Kanten. Grundsätzlich muss aber das Ziel sein, das alles integrativ zu betrachten. Es hilft nichts, wenn man Geschäftsprozesse definiert hat, die total komplex und vollständig in einem technischen Informationssystem abgebildet hat. Und die Prozesse haben aber dann nichts mit dem zu tun, wie denn die Menschen tatsächlich operativ arbeiten. Das heißt, hier wird es dann zu Vermeidungsstrategien kommen und im Endeffekt wird man uns unsere Zielerreichung konterkarieren. Das würde nicht funktionieren. Genauso wenig ist es sinnvoll, tolle Koordinations- und Kommunikationsunterstützung herzustellen, ohne zu berücksichtigen, wie denn die organisationale Kultur, die organisationalen Strukturen aufgestellt sind, wer also überhaupt tatsächlich an wen zum Beispiel reporten soll, sodass dann unter Umständen zu einem Informationsüberfluss kommen würde. Das heißt, wenn jeder alles bekommt, dann fällt die Produktivität erst recht wieder, weil keiner mehr zur eigentlichen Arbeit kommen würde. Das heißt, man muss das Dreieck, also man kann sich schon Forschungs- und Entwicklungsaufgaben an den Kanten suchen, man muss aber jeweils die gegenüberliegende Ecke auch mitdenken und das immer integrativ sehen. Wenn man das macht, dann kommt man zu etwas, was sich soziotechnisches System nennt, und das schauen wir uns im nächsten Teil an.